Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin wie immer live auf meiner Baustelle für euch an einem Samstag mit einem neuen Videotagebuch. Ja, es geht munter und fröhlich weiter hier bei mir auf der Baustelle. Ich muss mich jetzt hier auch wirklich ranhalten, dass ich die Terrasse und so weiter alles da wegmache, Platz schaffe und so weiter für unsere große Giebelwandaktion. Zwischendurch habe ich aber trotzdem noch ein bisschen Zeit gefunden, an Schwiegervaters Fachwerkspeicher weiterzumachen. Ja, die Inschrift ist jetzt fertig, werde ich euch gleich mal zeigen. Dann gucken wir uns mal den gesamten Wortlaut an. Da hatten ja im letzten Video schon eine nachgefragt. Das gucken wir uns gleich mal an. Ist auf jeden Fall ziemlich interessant und auch am Ende ziemlich witzig. Also werden wir gleich mal sehen. Und ja, ansonsten hätte ich jetzt gesagt, das ist jetzt die letzte Folge mit dem Dings und dann geht es weiter mit dem Giebel. Aber leider hat sich da eine Verzögerung ergeben. Ja, der Zimmermeister hat leider jetzt keine Zeit. Der muss noch mal eine Woche auf eine andere Baustelle, wo es nicht so gut läuft wie bei mir hier. Ne, soll es ja auch geben. Und das war so quasi so ein Noteinsatz. Das heißt, wir mussten jetzt die ganze Giebelwandaktion um eine Woche nach hinten verschieben. Ja, normalerweise hätte ich euch nächste Woche schon was zeigen können von der Giebelwand. Das wird sich jetzt um eine Woche verschieben. Das heißt, für nächste Woche muss ich irgendwie noch ein bisschen Cha-Cha-Cha tanzen lernen oder so, dass ich denn irgendwie ein bisschen Videomaterial habe. Aber da werde ich mir mal irgendwas einfallen lassen. So, naja, jedenfalls würde ich sagen, an der Stelle, ich quatsche auch gar nicht mehr länger, sondern wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ja, aber zuerst geht's weiter an altbekannter Stelle, hier an meiner wunderbaren Terrassenmauer, beziehungsweise das, was ich bisher noch von übrig gelassen habe, und meiner treuen Makita reiße ich das Ding hier ab. Da haben mich auch in der letzten Woche so einige Einsendungen erreicht, also unter anderem einige Kommentare dazu und aber auch einige E-Mails, ziemlich cool. Da hatte mir einer sogar angeboten, ja, hier mit deiner kleinen Elektro-Makita, ich kann dir mal einen richtigen Bohrhammer zuschicken, so ein richtiges Teil, und da kannst du mal richtig mit loslegen, ne? So nach dem Motto, schicke ich dir zu, kannst du kostenlos mit arbeiten und dann schickst du mir den, wenn du fertig bist, einfach wieder zurück. Ist natürlich super cooles Angebot, aber ich sag mal so, ich habe schon andere Hämmer mal ausprobiert, also auch schwerere, größere, mit mehr Kraft und so weiter, ja, aber die sind dann schon echt schwer. Also diese Makita, die wiegt irgendwie 11 Kilo oder irgendwie sowas, ne, und da habe ich mich dran gewöhnt. Ich bin jetzt ja auch nicht gerade hier Conan der Barbar, ne, so, und es ist ja da schon wichtig, dass man eher ausdauernd arbeiten kann, und mit diesen schweren Hämmern komme ich auch nicht klar. Da ist es einfach viel zu anstrengend, damit zu arbeiten. Da nützt dir dann auch die Schlagenergie nix, wenn du das Teil nicht richtig führen kannst oder eben nach 5 Minuten völlig im Arsch bist, ne, weil du damit arbeitest. Da ist die Makita schon ganz okay, und das sieht zwar alles ein bisschen mühselig aus, aber letzten Endes ist es nicht wirklich anstrengend für mich, also mittlerweile, und das läuft, ne. Das Einzige, was nicht so geil ist, ist dieses ständige Scheiß Schutt aufräumen, aber da gibt es ja so ein paar Tricks, die ich da noch anwenden könnte. Wisst ihr was? Eigentlich bin ich ja viel zu alt für den Scheiß. Ich würde sagen, wir machen das so wie früher. Wir schnipsen den Mist einfach weg. Achtung, fertig. Ja, tippitoppi, so lassen wir es erstmal. Ich schnips mir die Welt, wie sie mir gefällt. Weiter geht's. Ja, das mit diesem ganzen Schutt, wie gesagt, das ist eigentlich das Hauptproblem, was am meisten Zeit kostet, dass ich eben sequenziell arbeiten muss. Also man muss immer eine Zeit lang stemmen. Ihr seht ja, dann kommt der ganze Schutt da zusammen. Irgendwann siehst du halt nicht mehr, wo du vernünftig hinstemmst, und dann musst du den Schutt erst wieder aufräumen. Also da wärst du mit zwei Helfern oder einem Helfer oder was natürlich wesentlich besser unterwegs. Das ist klar. Dann würde der Arbeitsablauf auch mit Sicherheit wesentlich professioneller aussehen, wenn jetzt praktisch einer parallel immer den Schutt auch noch wegräumen würde und so, ne? So, naja, aber wie das immer so ist, ne? Ich bin ja nun hier der Lone Ranger hier auf meiner Baustelle, und daher muss ich das alles alleine machen, ne? Ja, was willst du machen, ne? Der Fachwerker und seine Makita gegen den Rest der Mauer. Also dieser dämliche Stahlträger da, der macht mich ja langsam echt fertig. Ich habe keine Ahnung, wie tief der noch runtergeht. Ich glaube, ich probiere gleich mal mit dem Bagger da ein bisschen dran zu zuppeln, weil der, ja, also echt, ich glaube, der geht bis zur Straße durch oder so eine Scheiße, Alter. Naja, ja, ihr kennt den Drill, ich habe keinen Bock auf Aufräumen, das heißt, heute wird wieder geschnipst. Ich würde sagen, läuft soweit heute, wa? Ja, alternativ zu dem Thema kommen auch immer gerne die Fragen, Mensch, Fachwerker, dein Kubota, der hat doch einen Hammeranschluss, ne? Also eine Zusatzhydraulik vorne, warum holst du dir da nicht einen Abbruchhammer für deinen Bagger? Ja, das ist auch mal so ein Ding, also ist ja nicht so, dass der mir jetzt einfach zugeflogen kommt, also den müsste ich ja auch kaufen. So, und der hilft mir jetzt aber innen drin zum Beispiel eigentlich gar nicht mehr, weil den ganzen alten Betonscheiß habe ich raus, und das Einzige, was ich innen drinnen jetzt noch abreißen muss, ist die Protonschale. Und da, also der geht ja noch weiter, Leute.
Seite, ne? Das war ja noch nicht alles, so. Also das Treppenhaus und so, also Poroton kommt auch nochmal, nur so als kleiner Ausblick. Jedenfalls, da hilft mir so ein Bagger mit Abbruchhammer nix. Und hier draußen bist du jetzt mit so einem Mini-Bagger mit Abbruchhammer auch nicht wirklich schneller, ne? Also da ist der effiziente Einsatz von der Makita wesentlich einfacher und schneller als jetzt mit so einem Mini-Bagger. Also wer so mit so einem Ding schon mal gearbeitet hat, der wird sich auch kaputt lachen. So pralle ist das nämlich auch nicht, ne? So, ja, übrigens hier mein Sieg, ich muss ihn feiern über dieses riesige Stück T-Träger, was sie damit eingebaut haben, ne? Ja, warum auch nicht, ne? Kann man halt in so einer Mauer versenken. Naja, so, das ist eben so eine Sache, ne? Das heißt, dann müsstest du schon einen großen Bagger haben, den habe ich aber nicht. Den müsste ich wieder kommen lassen. Wisst ihr, was das kostet? Ja, so, das kostet alles wieder Geld und im Prinzip sind es für mich irgendwie 4 Stunden Arbeit oder so oder 8 Stunden Arbeit, die ich mir da vielleicht mit sparen kann. Ja, so, jetzt kann man wieder hin und her Hochrechnungen da machen, was das denn am Ende nach 20 Jahren denn wieder mit Inflation und Kreditausgleich oder was, aber ist alles Quatsch. Ich habe die Makita und dann arbeite ich da einfach mit und ja, wie man sieht, letzten Endes komme ich ja auch irgendwie zu meinem Ziel, ne? So, man sieht, so langsam kriege ich jetzt hier Platz. Ich kann sogar mit dem Teleskoplader schon hier jetzt reinfahren, um die Erde hier aufzuladen. Gar nicht mal schlecht, aber gerade eben noch aufgepasst hier. Diesen blöden Metallpinöckel hier, da wäre ich jetzt eben fast noch drüber gefahren. Das wäre es noch gewesen, ne? Wenn du jetzt hier schön den Reifen aufspießt. Alter Schwede, da muss ich jetzt mal sehen. Der geht nämlich richtig tief noch rein hier. Die Mauer, die geht da echt noch weit runter. Und ja, den werde ich jetzt abflexen, damit das weg ist und dann kann man hier auch reinfahren und dann kriege ich auch den Rest hier raus. Ja, also mit der Tiefe von diesen Fundamenten hier, beziehungsweise diese Mauer, wie tief die ins Erdreich hineingeht, das ist auch noch so ein anderes Thema, ne? Da bin ich also echt schwer von überrascht gewesen. Man sieht es auch hier an dieser Stange zum Beispiel, da stemme ich den gesamten Meißel rein, der ist fast 40 Zentimeter lang und ja, versenke den auch noch fachmännisch dann, wie man sieht, also ne, der hängt dann auch unten noch fest und ja, du bist trotzdem nicht am Ende, ne? Also die gehen echt tief hinunter und das eigentlich nur für so eine Terrassenwand und da hatten ja auch einige mal in die Kommentare reingeschrieben, Mensch, Fachwerker, vielleicht könnte das ja auch irgendwas anderes sein von früher noch. Das war ja schließlich mal eine Dele, also das war ja nicht immer ein Fenster drin, da war früher ja ein einfaches Tor drin, ne? So ein Holztor. Und in dem Bruchsteinanbau, da wurden ja wahrscheinlich früher das Vieh drin gehalten. So, das heißt, es wäre ja gut möglich, dass das hier irgendwie ein Überbleibsel ist. Jetzt natürlich noch schon aus dem Betonzeitalter, also jetzt nichts aus dem 18. Jahrhundert, ne? Aber irgendwas, was man vielleicht in Anfang der 1900er Jahre hier gebastelt hat, um irgendwas lagern zu können oder sonst irgendwas. Könnte auch sein, keine Ahnung. Ne? So, es wird sich vielleicht zeigen. Bei mir hat sich nämlich auch mittlerweile in der Zwischenzeit, das ist ja wirklich immer alles auch ein bisschen der Knaller, so mit Internet und YouTube und hast du nicht gesehen. Es hat sich bei mir die Familie gemeldet, die hier mal drinne gewohnt hat in den 1930er bis 60er, 70er Jahre oder so. Und ja, die haben auch, also die haben praktisch das Haus wiedererkannt in den Videos und haben gesagt, Mensch, das ist doch da das Haus, in dem wir früher gewohnt haben. Ne? Und ja, da habe ich natürlich gleich gesagt, super cool, wir müssen uns dringend mal treffen. Und ich hoffe mal, die haben auch gesagt, sie wollten mal in ihren alten Familienalben schauen, dass sie mal so ein paar Fotos rauskramen, wie das Haus dann eben zu dem Zeitpunkt ausgesehen hat. Ne? Also früher in den Anfang der 1900er Jahre. Und auch von den Vorbesitzern soll ich ja noch irgendwie später mal Fotos bekommen. Wie das dann, das wäre dann der Zeitraum von den 70ern bis eben letzten Endes jetzt in die 2000er Jahre. Und ja, da bin ich mal gespannt, weil ich schon den Anspruch habe, mir hier später eine schöne Historie aufbauen zu können, wo ich dann möglichst wirklich sagen kann, wie das Haus sich im Laufe der Jahrhunderte, muss man ja sagen, oder halt der letzten Jahrzehnte dann so verändert hat, was da dran gemacht wurde und so weiter und so weiter. Also ich finde sowas immer sehr interessant, weil das ist halt das, was so ein altes, so ein 180 Jahre altes Haus von einem Neubau oder eben so ein Pass sonst was Haus unterscheidet, ne? So ein bisschen, das hat eben auch Geschichte. Und das ist immer schön, wenn man da so ein bisschen was sieht, vor allen Dingen, wenn man das jetzt beim Umbau, ich habe ja jetzt bei diesem Umbau durchaus die Möglichkeiten, wenn ich das jetzt zum großen Teil renoviere, auch vielleicht alte Sachen wiederherzustellen, die früher mal waren, die halt im Laufe der Jahrzehnte oder im letzten Jahrhundert praktisch auseinandergebaut wurden und geändert wurden, hätte ich jetzt ja die Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen, dass das Haus tatsächlich vielleicht wieder so gemacht wird, wie es früher mal war. So,
muss ich mal gucken. Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Da werde ich euch ja dann irgendwann auf dem Laufenden halten. Das ist jetzt ja nicht unbedingt Priorität Nummer 1, ist auch klar. Aber wenn ich da die Geschichte zusammensammle und ja, vielleicht hat er ja auch einer einen Tipp, ob es da noch irgendwelche andere Möglichkeiten gibt, außer Vorbesitzer, vielleicht irgendwelche öffentlichen historischen Stellen oder was, keine Ahnung, wegen Luftbildern oder was, muss man mal sehen. Ja, was wir nicht auf dem Luftbild haben, ist auf jeden Fall meine Kaffeepause. Heute mal ganz lässig an meinem Teleskoplader. Und an der Stelle nutze ich wie immer die Gelegenheit und bedanke mich bei euch für das fleißige Schauen meiner Videos, für das Liken, für das fleißige Kommentieren und weiterempfehlen und so weiter. Es macht einen Riesenspaß mit euch und ihr seid wie immer die Besten. So, in dem Sinne, ja, bringe ich die Fuhre für heute noch weg auf den Anhänger. Der übrigens auch schon wieder ganz gut gefüllt ist. Wir erinnern uns, 5 Tonnen sind ja schon bereits weg. Und ich würde mal behaupten, der Anhänger hat jetzt auch schon so seine 3 Tonnen oder was, oder 2,5 zumindest. Und so geht das dann vorwärts. So, so mache ich Feierabend, den Teleskoplader in den kleinen Schuppen gezangelt. Und dann kann das weitergehen. Und zwar bei Schwiegervater auf dem Hof mit dem Rest. Man sieht jetzt noch eine Gerüstbreite, 2,50 Meter Schrift sind noch offen von der Schrift. Es haben ja einige auch schon im letzten Video reingeschrieben, wie der Spruch praktisch lautet, ne? Also der gesamte Spruch. Interessant ist hier bei der Inschrift, also ich habe auch immer beim Schreiben zwischendurch immer wieder gesagt, man steht da dann vor und versucht die Buchstaben zu entziffern. Bei einigen ist es auch so, die ziehe ich da jetzt zwar in weiß nach, aber da fehlen halt auch Teile vom Holz, ne? Sodass man da nicht genau sagen kann, darf ich jetzt hier einen Strich machen oder muss ich das jetzt hier unterbrechen? Zum Beispiel das Wort, wenn man jetzt von links anfängt, froh und das, dann steht ja reut, also das kann man ja ganz schwer lesen, damit ich unter dem Holztürchen da, ne? Das heißt rot. Ja, und das muss praktisch ein TH sein, so hat man das früher geschrieben. Und das muss ich noch so ein bisschen nachbessern, dass das als T rauskommt, weil das ist jetzt einfach nur ein Strich. Aber da fehlte halt dann das Holz, was oben drüber war, was dann das T darstellte. So, ne? Das ist dann immer schwierig zu sagen. Und ja, der Spruch, den können wir da gleich noch einmal so dran lang gehen. Was ich witzig finde, ist, dass der zum Ende, das sieht man ja häufig bei den Fachwerkhäusern, dass der zum Ende dann arg eingekürzt wird, weil die sich halt irgendeinen Spruch ausgedacht haben, also ne, der da drauf soll. Und dann haben sie am Ende festgestellt beim Schnitzen, ach du Scheiße, uns fehlt jetzt noch ein Meter, wir kriegen den ganzen Spruch da nicht drauf. Und dann werden halt entweder Vokale weggelassen oder ganze Wörter irgendwie so dahin genuschelt. Und so ist das auch hier der Fall, sodass also die letzten Wörter, die ich jetzt hier oben gleich aufs Papier bringe, sage ich mal, die sind also schon sehr frei interpretiert aus dem Originalspruch. Ja, das ist also im Spruch noch ein kompletter Absatz, den sie hier praktisch in ein einziges, naja, ich will es jetzt nicht unbedingt Wort nennen, aber in irgendein Wort Buchstabengetümmel reingedrückt haben. Das ist also schon sehr, da habe ich wirklich ein bisschen geschmunzelt, weil eigentlich, also ich kann es da nicht rauslesen. Ne? Vielleicht kann es ja einer von euch, der sich da ein bisschen besser mit auskennt. Also ohne den Originalspruch oder selbst mit Originalspruch ist das kaum zu erkennen, was jetzt diese letzten Buchstaben da hinten dann eigentlich tatsächlich bedeuten sollen. Na gut, in der Realität ist es so, man weiß natürlich, was da hinten stehen sollte und von daher ist es wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig, dass das jetzt da hundertprozentig steht, weil so doof waren die früher ja auch nicht. Ne? Dann, wenn du das lesen konntest, dann war denen auch klar, wenn der Spruch halt so anfängt, dann muss er halt auch so enden. Ne? So. So, dann haben wir es geschafft, zumindest schon mal die erste Inschrift wiederherzustellen. Einen kleinen Überflug mit der Drohne und dann können wir ja mal schauen, dass wir den einmal, das hatten ja auch einige gebeten, dass ich das mal vorlese, was da steht. Also, da steht, bedenke Mensch, das Ende, bedenke deinen Tod. Der Tod kommt oft behende, der heute frisch und rot, kann morgen und geschwinder hinweggestorben sein. Drum bilde dir, o Sünder, dein täglich Sterben ein. So, und das ist jetzt hinten so ein bisschen, ne, wie man sieht, dass dein täglich Sterben ein, ist ein bisschen schwer zu interpretieren. Aber nichtsdestotrotz ist er schon mal ziemlich schick. Das geht natürlich noch weiter mit der Inschrift. Da muss ich ja noch weitermachen mit dem Kranz drumherum und so weiter. Aber für heute, jetzt reicht's. Ich sag ja, ich habe noch andere Baustellen, die da wären. Ach ja, da war ja was, nämlich die Mauer. Ja, so war das. Es war ja ein bisschen Druck jetzt, da ich ja eigentlich diese Woche fertig werden wollte.
Darum musste ich da auch noch die ein oder andere Überstunde machen. Naja, hier hilft mir auf jeden Fall mein kleiner Kubota wieder. Man sieht hier, die Mauer ist ja noch so ein bisschen, also ich habe ja noch nicht die gesamte Erde da abgetragen. Und das ist immer recht hilfreich, wenn die Mauer dann auch halbwegs frei steht. Also wer schon mal mit so einem Ding da rumgestemmt hat, der weiß, dass sich das wesentlich einfacher stemmen lässt, wenn da eben nichts drumherum ist, ne? Wenn das Scheißzeug da halt einfach frei steht. Und deswegen baggere ich das erstmal weg und ich baggere es in die Mitte, weil, das kann man jetzt aus dieser Perspektive nicht so ganz sehen, das Gelände ist natürlich auch ein bisschen uneben da. Also da, wo ich jetzt gerade baggere, da ist es schon relativ tief, weil ich da sehr tief runtergegangen bin, um die Mauer wirklich auch möglichst tief unten weg zu kriegen. Und im hinteren Bereich steigt das wieder an und ich möchte schon möglichst sehen, dass ich diesen Bereich halbwegs gerade hinbekomme, wenn wir dann nachher arbeiten müssen an der Giebelwand, dass wir da eine möglichst plane Fläche haben, wo wir dann mit dem Bagger vernünftig stehen können und vor allen Dingen auch mit dem Teleskoplader dann, mit dem Arbeitskorb vernünftig stehen können. Das ist ja die Idee, ne? Außerdem überlege ich noch später, wenn wir das jetzt, deswegen, ich hatte ja im letzten Video gesagt, diesen Rhododendron da, den würde ich eigentlich ganz gerne stehen lassen, damit der als Sichtschutz dann dient, weil da, wo jetzt die Mauer ist praktisch, da überlege ich, ob ich da nicht meine Terrassenplatten, diese großen, schweren Dinger da, die ich da da habe ich ja extra einen Korb von fertig gemacht, dass ich die da auslege zu einem gewissen Teil. Da könnte man nämlich wunderbar ein paar Paletten von Material lagern. Ja? Also zum Beispiel meine Lehmsteine oder auch einen Big Bag Lehm und so weiter. Also hier hättest du wunderbar Platz und das wäre natürlich logistisch gar nicht blöd. Du hast ja die Sachen direkt am Haus, kannst die Sachen immer dann direkt rein und raus und so weiter. Ist immer noch besser, als wenn es irgendwo hinten auf dem Grundstück versteckst. Ne? Außerdem hier habe ich auch dann Kamera und so, Überwachung alles. Also hier wäre eigentlich ein ganz gutes Baustofflager und eben auch ein bisschen vor Blicken geschützt, wenn dieser Rhododendron da stehen bleibt und so. So, das wäre so der Plan, wenn wir mit der Giebelwand fertig sind. Ne? Also wenn wir jetzt hier nicht mehr mit Maschinen hin müssen. Müssen wir mal sehen. So ist das ja immer, ne? So eine Evolution. Und wenn das denn ja, hier auch so ein bisschen frei ist, dann kann man sich auch mal Gedanken machen, ob ich hier vielleicht noch einen schönen Parkplatz für meinen Manta oder so hinmache. Muss ich nur noch irgendwie meiner Frau erklären, dass dann der Manta immer vor der Tür steht. Aber naja, müssen wir irgendwie hinkriegen. Ja, Leute, und ich sag nur, dem Schraubzwinge sein Vater. Alter Schwede. Leute, da wird mein Zimmermeister aber mal so richtig nass werden, wenn er das sieht. Tipptopp. Ja, und zwar kommen wir langsam zum Ende meiner Amazon-Wunschliste. Und da hat der gute Mischa Wulanin, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, der hat nochmal richtig zugeschlagen und hat praktisch den letzten Rest, der noch auf meiner Wunschliste war, weggekauft. Ja, absoluter Knaller. Darunter war eben auch diese Schraubzwinge. Hauptzwinge hier, naja, 30x40, da hätte ich mal vorher mal einen Zollstock anlegen sollen, das ist halt schon echt ein ganz schön mächtiger Kollege, aber ziemlich geil, den können wir jetzt wunderbar, können wir die hier verwenden für unsere Giebelsanierung, da werden wir mit Sicherheit den ein oder anderen Doka-Träger mit anspaxen können, tipptopp, erstmal herzlichen Dank für das mega Teil, voll der Hammer, so und dann ging das auch noch weiter. Dazu kam noch eine kleine Lackierpistole, auch ziemlich cool, einfaches Ding von Einhell für meinen kleinen Kompressor. Ich habe ja nicht so einen starken Kompressor, ich habe ja auch nur so ein relativ einfaches Ding, aber dafür ist der ziemlich gut, ne? Pistole mit Tank dazu und so, tippitoppi, das werde ich mal ausprobieren, wenn ich jetzt hier demnächst, ich werde ja bei meinem Bagger, muss ich ja noch das Oberteil, das Gelbe ja noch lackieren, das fehlt ja noch und ja, eben hier will ich ja auch anfangen, man sieht es ja vielleicht jetzt auch so ein bisschen hier oben, so den Rost und so, ich bin noch am richtigen Rotton raussuchen, ich weiß noch nicht so genau, jedenfalls hier das Rot und da unten so ein bisschen das Anthrazitfarbene, das möchte ich ja dann idealerweise nicht nur pinseln, sondern eben auch mit der Sprühpistole machen und da werde ich mal gucken, wie das Teil funktioniert. So, und als drittes von der Liste noch ein schöner Werkzeugkasten. Ich habe ja von euch jetzt in den letzten Wochen, / Monaten auch so einiges an Werkzeug bekommen und dafür brauchte ich natürlich auch einen neuen Koffer. Ich kenne mich jetzt nicht so aus, ich wollte jetzt hier nicht so einen Metallkoffer haben, sondern durchaus einen Kunststoff, weil die einfach leichter sind und ich kenne mich mit den Marken jetzt nicht aus, aber der hat recht gute Bewertungen gekriegt, deswegen habe ich mir den gewünscht. Ist ganz praktisch, du hast halt hier oben die so kleinen Scheißfächer, die brauchst du auf jeden Fall immer. Und im Innenteil auch letzten Endes ein kleines Kleinscheißfach zum Rausnehmen. Und dann, was ganz witzig war, dass sie war nämlich so eine Sonderaktion hier, wie so eine russische Matruschka-Puppe hier. Matruschka, ne? Noch so ein kleiner Koffer dabei. Das heißt, du hast einmal den großen Koffer. Das ist schon mal ziemlich cool. Und du hast noch ein kleines Köfferchen. Da kommt natürlich, da ist dann mehr was für den Knipex, Super Knips und so weiter. Auch nochmal ein kleinen Teil Dings und so. Ist ziemlich praktisch. Ja, hast einen großen Koffer und einen kleinen Koffer. Kannst du immer gut gebrauchen. Auch hier noch ein paar Fächer und so. Also tipp.
Top. Herzlichen Dank. Ich freue mich. Wunderbar ist das. Ein schönen Werkzeugkofferset. Perfekt zu meinem Werkzeug. Kann ich jetzt schön einsortieren. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, da muss ich mal gucken, wie ich das bewerkstellige. Ich möchte auch gerne so ein Schraubenregal haben, ja, wo man denn so ein, am besten so ein Schrank oder was, keine Ahnung, wo man denn die ganzen Schrauben reinsortieren kann. Oh, da stehe ich ja drauf. Muss ich mal gucken, ob ich das noch in meine Werkstatt irgendwie reinbekomme. Erstmal an dieser Stelle nochmal herzliches Dankeschön an Mischa für die coolen Geschenke und ja, ich würde mal sagen, dann machen wir weiter hier, wa? Ja, und was ich an dieser Stelle auch nicht vergessen möchte, noch einmal darauf hinzuweisen, der ein oder andere hat es ja wahrscheinlich schon gesehen, vielleicht auch in dem Community-Tab, wo ich das auch schon mal drüber geschrieben habe, jedenfalls der Kanal hier, der Fachwerker, der reitet ja jetzt knallhart auf die 30.000 Abonnenten-Marke zu. Das ist natürlich schon mal echt der Hammer, Freunde, ne? Also jetzt, da bin ich ja so mittelmäßig schwer von begeistert, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und da finde ich, da kann man mal wieder ein kleines Spezialvideo machen, so ein kleines Video, wo ich mir halt selbst auf die Schulter klopfe und so weiter. Da ich aber jetzt nicht so ein Video machen möchte, wo ich mir 30 Minuten lang auf die Schulter klopfe und mich dann selbst beweihräuchere wie so Politiker oder so, ne, habe ich mir gedacht, das kann man ja wieder so ein bisschen interaktiver gestalten, nämlich, dass ihr mir wieder Fragen stellen könnt. Das habe ich ja schon mal gemacht. Ich glaube, bei 10.000 Abonnenten war das der Fall. Das heißt, es sind ja mittlerweile schon wieder über 20.000 Abonnenten dazugekommen und da ergeben sich natürlich auch immer wieder mal neue Fragen. So, und das möchte ich jetzt an dieser Stelle ankündigen. Wenn ihr eine Frage an mich habt, damit meine ich jetzt allerdings nicht sowas irgendwie nach dem Motto, was Technisches vom Haus, wie hast du dir jetzt den Fußbodenaufbau vorgestellt, nimmst jetzt EPS oder XPS Wärmedämmverbundsystem oder was, ne, sondern mehr was Persönliches so, ne, was ihr halt schon immer mal von mir wissen wolltet, sag ich jetzt mal, und vielleicht noch nicht so rausgehört habt in den Videos, ne, so was weiß ich, Mensch Fachwerker, was nimmst du jetzt so für eine Handcreme, ne, oder ja, bist du Rechts- oder Linksträger, was weiß ich, ne, so. Und da werde ich dann die besten Fragen, werde ich mal rausschauen, die interessantesten oder witzigsten. Ihr könnt das ja auch dann in den Kommentaren, wenn ihr die Frage lest und findet die gut, dann liked die, dann sehe ich das nämlich auch, welche von euch am interessantesten dann aussehen. Und das werde ich dann in dem Video einfach mit aufnehmen und dann werde ich die einfach mal vor der Kamera beantworten, ne, so, dann haben wir so ein bisschen wieder so ein bisschen Spaß da beim Video, ne, während ich dann natürlich nebenbei noch irgendwie ein Bierchen trinke. So, naja, das wollte ich nur sagen. Mal gucken, wie lange das noch dauert, jetzt bis zu den 30.000. Wir sind jetzt bei 29 paar zerquetscht oder so, ne? Und jedenfalls, wenn wir da an der Stelle angelangt sind, dann haue ich denen das Video raus und dann schauen wir mal, was da bis dahin für witzige Fragen bei zusammengekommen sind. So, an der Stelle möchte ich dann noch Feierabend für heute. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da. Ich freue mich immer drüber. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.